mein Sparschwein. Lange habe ich gespart. Würde jetzt gerne wissen, wie viel da drin ist. Aber ich möchte es ungern zerstören. Ich habe gehört, dass Medizintechniker mir da weiterhelfen können und mit dem Herrn Professor Meyer telefoniert. Mit ihm habe ich mich jetzt hier verabredet und der wird mir bestimmt weiterhelfen können. Hallo. Hallo. Das ist der Walter. Andreas Meyer. Hallo. Herr Professor Meyer, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich habe ein bisschen was gespart und möchte gerne wissen, was in meinem Sparschwein drin ist. Mhm. Aber ich möchte es nicht zerstören. Ich möchte es gerne ganz lassen noch. Na gut, warum scannen Sie es nicht? Inwieweit scannen? Naja, Sie nehmen einen CT-Scanner, legen das rein, zerlegen es virtuell in Schichten und dann ergibt sich ein lineares Gleichungssystem. Und wenn Sie dieses Gleichungssystem lösen, können Sie Schichtbilder berechnen. Dabei bleibt das Schwein völlig ganz und Sie haben nachher eine vollständige 3D-Darstellung von diesem Schwein und können dann in dieser nach Ihren Münzen suchen. Das klingt ja wunderbar. Ja, hier an der Universität, da wird ausgebildet, gelehrt. Was lernen Sie dann? Ja, wir haben hier tatsächlich einen ganzen Studiengang Medizintechnik und dort können Sie lernen, wie zum Beispiel CT-Bildgebung funktioniert, aber auch MR, also die ganze bildgebende Seite. Und Sie können sich auch spezialisieren auf Gerätetechnik, Prothetik. Da geht es dann mehr um Implantate. Erlangen ist im Übrigen ein idealer Standort. Sie können also hier nicht nur bei Siemens arbeiten, die würden ja auch eher in die Bildgebung gehen, sondern hier in der Region, wenn Sie sich umschauen, gibt es über 300 verschiedene kleine und mittelständische Unternehmen, die sind organisiert in der sogenannten Medical Valley Initiative, in einem Studiengang. Sie müssen sich ein bisschen darauf einlassen, es ist natürlich Medizintechnik, das heißt, es ist kein Medizinstudiengang, sondern Ingenieurstudiengang. Das heißt, Sie werden sich durch die volle Ingenieursmathematik bewegen und das sind natürlich auch wichtige Grundlagen. Aber zeitgleich lernen Sie schon ab dem ersten Semester, wie die Verfahren funktionieren und mit jedem weiteren Semester tauchen Sie tiefer in die Materie ein, sodass Sie am Ende Ihres Studiums auch optimal vorbereitet sind für eine Forschungs- oder Industriekarriere. Wunderbar, sehr informativ, vielen Dank. Mit meinem Schwein, wo gehe ich jetzt dann dahin? Können Sie mir da weiterhelfen noch irgendwie? Wissen Sie was? Lassen Sie mich jemanden bei Siemens anrufen und ich denke, wir können da was organisieren, dass Sie mal Ihr Schwein in den Scanner legen und dann nachschauen. Perfekt, das ist wunderbar. Vielen Dank. Prima. Gut. Ich bedanke mich nochmal. Wiedersehen. Wiedersehen. Lassen Sie mich wissen, wie viel drin war. Ich habe was mitgebracht. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Ich möchte gerne wissen, was bzw. wie viel oder in meinem Sparschwein mittlerweile drin ist. Okay. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja. Wunderbar. Das können wir natürlich mal ausprobieren. Also stellen wir das hier mal schön mittig auf den OP-Tisch und jetzt am besten ein bisschen Abstand halten. Das Gerät wird sich jetzt gleich einmal um das Sparschwein drehen und dann können wir gleich die Bilder sehen. Okay. Ja, hier auf der Seite sieht man jetzt die Projektionsbilder. Also das sind die einzelnen Röntgenaufnahmen, die aufgenommen wurden, während sich das Gerät um das Sparschwein gedreht hat. Und hier sieht man jetzt das rekonstruierte Volumen. Und da kann man dann so ein bisschen die Dichte von dem Material einstellen, das man gerade sehen will. Man kann es auch ein bisschen unterschiedlich einfärben. Auf jeden Fall sieht man hier jetzt dann dein Sparschwein und man sieht hier auch dann die Münzen, die drin sind. Könnten wir jetzt eigentlich auch mal nachzählen. Es ist nicht so ganz zu erkennen, aber es sind schon ein paar Münzen drin. Ja. Wenn es alles 2-Euro-Münzen sind, dann ist es einiges. Selina, vielen Dank dir für die unglaubliche Show, war echt super interessant. Okay, schön. Wenn dich noch mehr interessiert, wir haben heute Abend unser Sommerfest von der FSI. Kannst du doch einfach mal mit vorbeischauen, vielleicht triffst du noch andere Leute, die dir erzählen können, was man alles so mit Medizintechnik machen kann. Ja, wunderbar. Da bin ich auf jeden Fall vorbei. Okay, sehr schön. Ich freue mich. Dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Hi, Chris. Hi, Martin. Hey, bei uns. Anja. Hi, Julian. Hi, hi. Alex. Hi. Und du studierst auch Medizintechnik? Ja, genau. Im Master. Im Master. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, auf dein Studium?
Das waren verschiedene Faktoren. Ich finde, die Medizintechnik ist sehr vielseitig, weil man viele verschiedene Fachgebiete im Studium kennenlernt und sich dann irgendwann für eine entscheidet, gegen Ende des Bachelors. Gibt es auf der einen Seite die Gerätetechniker und die Leute, die sich mit Prothetik beschäftigen und dann eben uns die Informatiker. Jawohl, ja. Nicht schlecht. Und was macht dir meistens Spaß? Ich denke, dass es so eine tolle Anwendung findet, was wir machen, dass wir für die Ärzte, für die Klinik arbeiten und ja, ich finde das sehr spannend, auch nach vielen Semestern noch. Ja, bist du auf die Erlangen dann so gekommen, dass du nicht studierst? Hier gibt es viele verschiedene Fachgebiete und es war in der Nähe. Perfekt, wunderbar. Genau. Gut, ja, dann ist es, denke ich mal, die beste Gelegenheit, mein Schwein zu schlachten. Und dann kann ich mir das auch arme Schwein. Das muss doch nicht sein. Das sieht süß aus. Ich würde sagen, das geht heute auf uns, oder? Sehr gut, Dankeschön. Cool.